Hallo zusammen, ich habe hier einen Weko-Kühlschrank oder eine Kühlbox. Und die kühlt nicht. Nein, die gefriert immer. Das war die Aussage. Das ist eine Cool Fön CR-40D230. Also eine 230. Und Ortsbezeichnung ist geil. Made by Mobicool for Weko. Ich freue mich auf die Sommerzeit. Weil während der Sommerzeit schauen wir diese Geräte nicht mal mehr an. Aber jetzt haben wir das und eingesteckt. Hat wirklich gefroren, das Teil. Was mich ja wundert, gut, es ging nur auf minus 11 Grad, das ist ja keine Tiefkühlung. Temperatur war eingestellt auf minus 20. Ja, meine lieben Leute, wenn ihr die Temperatur einstellt auf minus 20, dann kann es schon mal gefrieren. Wir haben jetzt umgestellt auf plus 5, dann kühlt das Teil nur noch. Es hat auch ausgeschaltet, eingeschaltet, ausgeschaltet, eingeschaltet, so wie es sein sollte. Ja, jetzt steht das hier zur Reparatur oder kontrolliert, hat die 2 Tage die Werkstatt blockiert. Punkt. Wenn ihr so einen Dometic Weko Kühlschrank kauft mit deutschem Stecker in der Schweiz, dann heißt schon mal, dass es in Deutschland gekauft wurde oder so. Irgendwo bei, ich lasse jetzt Amazon mal weg oder sonst wo, und es funktioniert dann nicht mehr, ja, dann könnt ihr es zu Amazon bringen. Aber es gibt ja auch eine super Möglichkeit, wie man so ein Gerät auch reparieren kann. Es gibt, vielleicht mache ich euch einen Link unten drin, wenn ich es finde. Es gibt eine App, da kann man so einen Kühlschrank reparieren. Günstig angekommen. Ja, ich sage jetzt heute nichts mehr zu Weko-Kühlschränken. Die sind gut, nur wir machen keine Reparaturen mehr an Dometic. Punkt, fertig. Während der Sommerzeit. Im Winter reden wir dann wieder drüber. Also wenn im August der Kühlschrank defekt ist, was dieser Kühlschrank ja war, oder im Juli, dann komme ich nicht erst kurz vor Ostern und man muss dann anschauen. Ja, kommentarlos. Ich wünsche euch eine schöne Sommerzeit und dass euer Weko-Kühlschrank funktioniert. Es ist eigentlich schade, wenn man sowas wegschmeißen muss, aber dieser Kühlschrank geht. Nur wenn man es mit der Bedienung nicht hinkriegt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.